ein Pfarrer zu einem Kollegen. Ich habe gesündigt und ich möchte bei dir beichten. Der andere stutzt, sagt dann aber, ja, ich mache es, erzähle. So, der Pfarrer fängt an. Ich habe eine junge Witwe besucht, um sie zu trösten. Sie wollte plötzlich Sex von mir, was ich aber ablehnte. Hierauf zog sie sich aus und wollte mich mit ihrer Nacktheit verführen. Aber ich blieb standhaft und verließ das Haus. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich sie nackt gesehen habe. Ich hätte das Haus vorher verlassen sollen. Der andere Pfarrer sagt kopfschüttelnd: Für diese Sünde muss ich dich bestrafen. Du musst 20 Liter Wasser trinken. Warum soll ich denn so viel Wasser trinken? Geht es denn nicht mit weniger? Sagt der andere: Nein, das ist die Tagesration eines Esels.